So, als allererstes einmal einen schönen Abend, meine Lieben. Ich bin gut zu Hause angekommen. Ich war um 9:30 circa zu Hause. Ja, es haben mich total viele Nachrichten erreicht. Bist gut heimgekommen? Geht's da wohl gut? Bitte macht euch keine Sorgen. Unkraut vergeht nicht. Ganz kurze Stellungnahme jetzt an zu der Situation heute. Und natürlich könnt ihr die Videos auf Facebook und Co. teilen. Ich bin eben auf Facebook live gegangen. Ich muss schauen, ob ich das Video irgendwie auf Telegram da importieren kann. Pipapo. Was war die Situation? Wir waren heute im Mega-Demo in Wien. Ja, war eine super tolle Veranstaltung. Es hat ein paar Reden gegeben, hin und her. Und dann gibt es ja immer einen Demonstrationszug. Und heute war es so abgemacht, dass die Gesundheitsberufe den Demonstrationszug anführen dürfen oder halt die Spitze dieses Demonstrationszugs dürfen sein. Und ja, wir sind dann mit dem Banner halt vorgegangen, waren dann an vorderster Front. Und ich bin dann einmal kurz vom Banner gegangen, weil ich schauen wollte, wie es vorne ausschaut. Und auf einmal habe ich nur Polizeisperre gesehen. Und dann habe ich gewusst, oh oh, und dann habe ich mich umgedreht, oh oh, Polizeisperre auch hinten. Was heißt das jetzt? So circa 200 Leute wurden dann von der Polizei gekesselt. Das war ein Marsch von 5 bis 10 Minuten, der gedauert hat. Jetzt fragt man sich, die Yasi hat das heute schon auf Facebook angeteasert, welche Bombe lässt sie platzen? Um das euch jetzt zum Verstehen geben, ich habe heute Informationen erhalten, wo gewisse Leute von politischen Parteien, ich erwähne keine Namen, ich erwähne jetzt nichts, weil solange ich nichts Schriftliches habe, sage ich das nicht da, aber schauen wir mal, weil ich denke, diese Nachricht wird den Umlauf finden oder auch nicht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat diese betroffene Person von dieser politischen Partei der Landespolizeidirektion Wien einen Auftrag gegeben, am 8.1. gegen den Demonstranten härter vorzugehen. Gut. Was ist passiert? Die Gesundheitsberufe, da waren ca. so 100 bis 200 Leute, sind dann eingekesselt worden. Und es war auch der Martin Rutter dabei, es war auch Ö24 dabei. Ob das Zufall war, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, liebe Leute. I don't know. Aber ich wollte schon immer mal mit Ö24 gekesselt sein, ja. Also, ja, war relativ spannend. Ja, und es ist halt, ich muss euch sagen, das war meine erste Kesselung heute und ihr kennt's mich. Ich bin eine sehr mutige Person und ja, es waren tolle Leute in der Kesselung. Wir haben, wie gesagt, First Tipp von mir, immer schauen, dass ihr immer bei Lautsprecherboxen dabei seid, das solltet ihr gekesselt werden. Dass man dann wenigstens Musik hat, gute Stimmung und wir haben gute Stimmung gehabt. Wir waren dann insgesamt 1,5 Stunden gekesselt. Wir haben zum Trinken gehabt, wir haben Zigaretten gehabt. Ich habe wieder ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Danke an euch alle. Und ich habe am Anfang vom Facebook-Video gesagt, da vorne findet eine Antifa-Demo statt. Das muss ich berichtigen, das hat so nicht gestimmt. Das war eine Fehlinformation. Es war nur das Witzige dran, es waren 3 Leute circa von der Antifa mit uns mit eingekesselt. Und ja, die ganz große Aufgabe war dann halt einfach, dass das alles friedlich bleibt. Wir waren auch friedlich, es hat dort zu keine Ausschreitungen gekommen. Meine Live-Videos bestätigen das Ganze nur. Was ist dann passiert? Das war sehr zufriedlich. Die Polizei hat dann weiter einkesseln versucht. Und man kann sich das so vorstellen, 200 Leute auf immer mehr enger werdenden Raum ist dann schon spannend. Es wird dann spannend, ja. Es ist gleich, wenn ich jetzt dann 20 Leute in einen Lift einsperre, wird es auch spannend. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, Deeskalation, alle sich auf den Boden setzen. Alle haben es natürlich nicht gemacht, aber wir waren 10 Leute circa und das war dann deeskalierend und dann war die Sache mehr oder weniger dann erledigt. Wir haben dann, wie wir dann dort gesessen sind, haben wir tolle Gespräche mit den Polizisten aufnehmen können. Die Jenny Klaus TV auf Telegram hat auch ein Video gepostet. Ich werde es eher in meinen Telegram-Kanal einstellen, die dann einen Polizisten gefragt hat, warum werden wir eingekesselt. Derjenige hat dann gesagt, er weiß es nicht. Wir waren dann eben dort, also ich war mit meiner Fahrgemeinschaft bei den Vega-Polizisten und da hat eben jemand einen Polizisten gefragt, der hat schon ein bisschen geredet mit ihm ein paar Minuten, also die zwei haben sich so gut verstanden, ich habe gedacht, die werden jetzt gleich auf ein Bier gehen. Und dann hat er eben den Polizisten gefragt, du, warum werden wir jetzt eingekesselt, wir haben ja nichts gemacht. Und dann bitte, es gibt Augenzeugen dafür, hat die Polizei beinhart gesagt, wir wissen es nicht, aber das ist so geplant. Okay, gut, ich habe in meinem Facebook-Video gesagt, es ist sehr spannend, dass man den elementaren Bereich dieses Themas halt kesselt. Ich für meinen Teil kann nur sagen, wenn ich eine 80-jährige Oma bin, dann werde ich diese Geschichte in die Krankenschwester erzählen, weil ich sage, erst soll ich vorstellen, ich mit meinen 21 Jahren bin damals gekesselt worden, so und so war's. Ja, es war gute Stimmung, wie gesagt, bitte, liebe Leute, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das Allerwichtigste ist immer friedlich bleiben, keine Gewalt.
Denn wenn wir bis zum Schluss friedlich bleiben und keine Gewalt zeigen, dann werden wir sehen, wer die Gewalt anwenden wird. Und das, liebe Leute, sind nicht wir. Und dann wird diese Regierung endlich ihr Pokerface ablegen und ihr wahres Gesicht zeigen. Ja? Gut, so viel nochmal an oder dazu mal. Ich glaube, viel mehr habe ich jetzt an gar nicht zu sagen. Also bitte macht euch keine Sorge. Ihr wisst, Unkraut vergeht nicht. Also thanks for the entertainment. Wir können ja aktuell nicht Kino gehen und so. Das war heute besser wie jeder Film aktuell auf Netflix und Co. Also, ja, also entschuldige, dass ich das sage, aber war spannend. Ohne das jetzt falsch zu verstehen. Na gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir hören und wir sehen uns.